Jo, hallo, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir Aalherr besiegt. Ja, einen riesigen Aal haben wir bekämpft und ja. Ja, wir machen jetzt weiter in der 8. Etage. Ich habe jetzt was ich opfern kann und komischerweise kann ich jetzt auch schon in die 9. Etage gehen. Wow. Aber erstmal. Weiß ich nicht. Hier, was? Geh du mal rein. Obwohl, nee. Ich finde Pascals Unverwundbarkeit, Fähigkeit ist ein bisschen besser. So, und zwar habe ich einmal das, was ich nur in der letzten Etage bieten konnte, einfach aufgewertet. Und zwar in den letzten Kreuzritter. Da musste ich einfach nur eine Scherbe reinballern, die irgendwie das Ding in mir fesselnd gemacht hat. Und ja, laut dem Qualitätsbuch, das wir hier haben, erhöht hat den Wiederverkaufswert von 150% um 150%. Und ja, das hat irgendwie schon gereicht, dass ich ja schon beide Ebenen wieder öffnen kann. Wenn ich das Ding verkaufen würde, würde ich irgendwie 166.000 Gold oder so bekommen, weil er voll krank ist. Aber egal, der Weg öffnet sich. Vor ungefähr 5 Minuten mal die letzte Aufnahme, finde ich gut. Ja, finde ich sehr schön. Ja, nicht so lange gedauert hat. Und hier haben wir wieder weitere Gegner. Ich glaube, die habe ich immer irgendwie ignoriert damals, weil ich immer direkt zum Boss kommen wollte. Deswegen weiß ich gar nicht, was hier für Gegner rumlaufen. Glaube ich. Mann, ich war viel schwächer damals. Wieder ein Stahlgeschossstab. Vielleicht würde ich gerne erstmal so ein gelbes Ding finden. Dann würde ich mal ein paar Gegner hier kaputt knüppeln. Das wäre sehr gut. Da war immer noch so ein grünes Ding. Nein, ich will ein gelbes. Du siehst aus wie eine Torte irgendwie. Warum? Immer so ein Törtchen. Was immer der Unterschied ist. Da wird ein gelbes Dingen, jawohl. Und irgendwie sind die immer noch voll hoch. Prozente. Komm mal her. Null Bodetsch. Poluka, Gänsefuß, Mandragora. Oh, du bist gar nicht. Ich dachte, du wärst irgendwie so ein Dingen. So ein Küchlein. Und du bist voll schwach irgendwie. Aber wahrscheinlich bist du ja voll stark, oder auch nicht. Ja, hier geblieben. Was? Okay. Dann getroffen. Warum auch nicht? Du bist doch nicht feueranfällig, was? Warum nicht? Komm schon, ja, du hast nur Geistattacken. Da weiß ich noch, weil ich mit ihr ein Attribut hier geholt habe. Er war richtig nervig. So, du bist gegen Arzt anfällig. Du hast ja Sophia perfekt aufgehoben. Komm mal her. Ja. Gegner sind nervig, wenn die ganze Zeit abwehren. Wieso wehrt ihr die ganze Zeit ab? Das ist nervig. Hört auf damit. Ja, und der macht nur irgendwie nur abwehren. Und so. Ja, nicht erreicht. Aua. Runter. Ich kann dich hier unten nicht erwischen. Ja. Warte, wo kommt der denn her? Ich kann es wagen. Wir müssen nicht zu beschwören. Nix hier mit Aufteilung oder so, ne? Weil auf dem einmal in die Luft zu halten, ich komme da nicht ran. Mein Schwert reicht nicht so. Ich habe nicht so ein dehnbares Schwert oder so, falls ihr denkt. Da müsste ich heute vielleicht nur alle Leute hier schaffen, wenn ich mich nicht irre. Richtig geil. Wir haben jetzt so ungefähr Viertel vor elf abends. Und ja, weiß nicht, muss ich vielleicht heute fertig werden. Heißblütiger Schal, ist er neu? Damit Papa überraschen. Nee, das ist alt. Ist er neu oder mit Papa gewaschen? Bist du ein Zauberer? Warum habe ich das jetzt gesagt? Egal. Ja, Küchlein, geh weg. Was heißt, wäre da so eine Torte irgendwie auf dem Kopf? Pudding. Ja, das unterstützt sogar meine Theorie noch. Ja. Feine Stärke, die ist schon wieder über 126.
Nee, wo ist das Ding? Entweder ein gelbes oder entweder so ein gelbes Ding oder so ein Ding ins Ziel. Das wäre so ein Dreizack irgendwie. Entweder so ein gelbes Ding oder die nächste Etage, wenn es geht. Irgendwie war das nicht geplant. Tales of Graces F ist mir noch nicht passiert, da ich so versehentlich den Gegner rein, nur in den anderen Tales aufspielen. Aua. Ihr könnt mir ruhig helfen, aber tut euch nicht, könnt euch durch Zeit lassen, ne? Nein, nein, nein. Vor allem der blockt die ganze Zeit, das ist scheiße. Soll ich dagegen was machen? Au, jetzt ist auch noch ein Dings. Was? Ausgewichen, na? Ha, ach so, zählt gar nicht auf mich, verdammt. Gerne leidend. Voll böse, sagt sie das. Warte mal, dich kenne ich. Du kommst im Kolosseum vor, du fistet uns im Kolosseum. Das hat mich, an das ich trainiert habe im Kolosseum. Das fistet uns. Nein. Okay, hier teilt er sich aber nicht in 8 Leute oder so auf. An dem Viech habe ich immer früher im Kolosseum trainiert. So bin ich zu Level 150 gekommen. Weil jetzt auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Da macht uns das Viech fertig. Nein. Das kriegst du zurück. Ah. 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 Mixer. Geh weg! Geh weg! So, ich treffe jetzt beide. Oh, ausgewichen oder auch nicht. Boah, da muss ich jetzt einsetzen. Es gab keine andere Wahl. Okay, dieses Mandragora-Viech ist irgendwie weg. Warum bist du denn immer noch am Leben? Ich knüppel die ganze Zeit auf das Viech drauf, der ist immer noch am Leben. Wie gesagt, ging sehr anfälliger, so wie ich das gerade gelesen habe. Richtig. Warte, wo kommt denn das Viech her? Boah, wird mir jetzt zu nervig gerade. Aber ich kann gar nichts gegen den machen, jetzt die ganze Zeit am Blocken. Ja, das ist gut. Sehr schön. Meine Güte. Boah, Süßer Aal. Hey, dann bekommen wir mehr KP. Ein KP. Ein ganzer KP für jeden Charakter in der Truppe. Aua. Au, ist gut. Was zum Teufel? Ich wollte nur in die nächste Etage, Mann. Oh, frag doch mal jetzt bitte. Wer tut den ganzen Tag in der Luft schießen? Das geht mir auf den Nerven manchmal. Boah, jetzt hat er schon wieder einen anderen hier gerufen. Dein ist so ein Viech, was? Ist gut. Ja, ist gut. Greif mich nicht die ganze Zeit an, ins Spiel. Mein Gott, das Viech ist nervig. Ja, ist. Irgendwie kriege ich das Viech nicht kaputt, wenn er so weitergeht. Oh, ist gut. Sehr schön. Mein Gott. Das hat jetzt wehgetan. So, jetzt noch den hier. Stampedo Strike. Okay, du verdoppelst dich jetzt wieder. Geht mir dann maximal auf den Nerven. Sehr schön. So, viele Erfahrungspunkte, danke. So, nächste Ebene, wenn es geht. Danke. Da. Na. Feinstärke 117. Leck mich. Wenn es geht, hätte ich gerne wieder so eine Sphäre. Die finde ich gut. Von hätte ich gerne noch ein paar. Essen für Sophie und Hubert und Charia und Pascal. Und Richard, obwohl er gar nicht hier ist. Ungeschossen, aber wahrscheinlich kriege ich einen für Pascal.
wenn ich mir so die Sachen ansehe, die wir bekommen. Aber ich habe jetzt so einen Verdacht, wer jetzt als nächstes kommt. Sehr viel mehr sind das eigentlich nicht mehr. Warum ist das nicht unsichtbar gewesen? Die Anzahl der Leute, die jetzt noch kommen können, schmälert sich. Wissen Sie, ist die Musik hier gut? Jawohl! Was zum Teufel? Ah, sehr schön. Da ging ja echt gute Sachen. Vor allem, wenn ich hier verliere, dann verliere ich nur meinen letzten Kreuzritter, was gar nicht so schlimm ist. Okay, sehr gut. Dann haben wir hier Stab des Erlöschens. Mein Gott. Effekt Mechaniker. Mein Gott. Sehr schön. Mythos. Mythos. Ah, was? Fällt mir jetzt das auch. Was? Wie viel? Ja. Mein Gott. Wir werden immer besser gerüstet. Aber schon für 3 Charaktere. Diese ultimative Waffen. Wow, das Viech hat mich nicht gesehen und da war unsichtbar. Was? Bin ich von hier gekommen? Nein. Ist ja und noch so eine Sphäre. Warum kriege ich ja noch mal so eine Sphäre? Na gut. Haben wir halt so wie. Was? Okay, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Ich habe jetzt gar nichts gesehen. Was mich da berührt hat. Deswegen ist es nie passiert. Ja, Logik. Und, oh, es ist doch nicht die Person, von der ich gedacht habe, dass sie es ist. Ein flauschiger Schal. Hey, den haben wir doch bekommen von ihr. Da, komm mal her. Meine liebe Furie. Und sie ist genauso überrascht. Decided to drag me up here. I was busy, you know. Ja, ne, wir sind doch eigentlich wegen ihrem Gerät hier drin gelandet. As long as I'm here, you might as well return the laptop I asked you to pick up for me. Oh ja. Yeah, see, that's a funny story. I see. In that case, we have no choice. You must fight me. I can't fight you. Have you forgotten how to battle? What? No, that's not what. Oh, so you already presume to have defeated me, is that it? Oh my gosh, what's wrong with you? Stop it! Of course, if we did fight, I'd totally win. If that's so. Well, anyway, I just happen to have made a machine for you all. Voila! I call it a teleporter. What is a teleport? This device can summon one of my Varus monsters instantly. Wow, that's amazing! Show us some more! If you want to see more, you'll just have to fight me. And I don't think you'll win so easily. Fine, we'll fight! Are you happy now, sis? Und jetzt haben wir direkt 2 Gegner. Furie und Protoverus. Sind es derselbe Varus wie früher? Was? Du erinnerst dich nicht an ihn? Und die große Schwester macht endlich ernst. Sie kämpft mit ihren Gefährten. Oh Gott. B-Verteidigung und C-Verteidigung. Okay. Weiß nicht. Gehen wir erstmal auf das Viech los. Oh, perfekt. Das ist mein glücklicher Zufall. Sehr schön. Du kriegst erstmal volle Möhre aufs Maul. Und nochmal. Okay, das war schon mal gut. Okay. Ich glaube, der Kampf wird ein bisschen schwieriger, allein schon, weil jetzt 2 Gegner sind. Ich glaube, das Viech war nerviger, deswegen machen wir erstmal das hier. Tue ich irgendwie Schwächen treffen? Nö. Wir müssen nicht gegen Gegner. Verdammt. Okay, das Viech ist irgendwie schneller, als ich gedacht hatte. Ich hoffe, er zieht doch alle auf das Viech und nicht nur ich.
are just for the lols. Au. Ich glaube, sie hat die gleichen Angriffe wie Pascal, kann das sein? Ja, ich sehe ein paar Familie, wollte ich jetzt sagen. Ein paar vertraute Angriffe. So, jetzt habe ich euch mal bei. Was sagt ihr dazu? Oh nein, Sophie. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr unser Repertoire hier benutzen als sonst. Ach. Oh, ich habe keine. Ich wollte schon TP sagen. Na gut. Ja, das Viech ist gleich erledigt. Das finde ich schon mal gut. Das ist irgendwie gar keine Herausforderung gewesen, das Viech. Oh, sehr gut. Danke, Sherrya. Er kam gerade so richtig gelegen. Au. So, und jetzt du. Aua. Sieht auf jeden Fall richtig geschillt da. Aber sie hat trotzdem keine Chance. Vor allem, warum ist die Dingens denn noch so weit unten von denen? Aua. Aber sie schafft es hier, dass einige von uns kaputt gehen. Was bis jetzt noch die anderen Bosse nicht geschafft haben. Wie viele Level sind denn die eigentlich? 132. Ja. Na komm. Ah. Bist du ein bisschen anfällig? Ich sag das doch gleich. Aua. Jetzt geht die Elefantzeige voll nach oben. Also nach unten. Beziehungsweise bei der. Also warte, komm mal her. Wo bist du? Hier. Dann kann die kleine Schwester mal ein bisschen mitmachen. Oh fuck. Oh nein. Oh. Warum kann die in Undine rufen? Was soll denn das? Warte, bis ich meinen Elbschub hier habe. Ja, ne? Dann wird der Esper sowieso wieder belebt, egal. Ja, komm her. Was du kannst, kann ich auch. Hier. Einfach mal ihre Mystika mit meiner gekontert. Die exakt gleiche. Sehr schön. Ich überlege gerade, wie ich den Part nennen soll. Versus Forie oder Versus Forie und Varys. Wahrscheinlich irgendwie Forie nur nennen. Weil Varys ist ja sozusagen ihr Haustier, sag ich jetzt mal. Warum gehen mir solche Sachen jetzt ausgerechnet durch den Kopf? Oh. Aua, ja, habe ich mir gedacht. Wurde ich. Ich will's machen. Ich will's machen. Ich glaube, das war ich. Ich war das. Nein, das war erstmal. Verdammt! Aber ich war. Mein Gott, wie viele Erfahrungspunkte. Okay, da war ein FP. Ich habe es nicht geil gesehen. Oh. I was just going to let you have it anyway. So, Fourier, what's the lab comp do? It's like a portable version of the Archive of Wisdom. Oh, wow, that's awesome! Let me tell you how to use it. Thanks, sis. That sounds great! Anyway, we gotta go. So, bye! Jo, ciao. Isn't that something? I barely had to explain how it works. She really is better than me. Ach, Fuchsschal
Ist das ein Fuchs oder ein Schal? Zumindest ist es lebendig und wohlauf, also kein Problem. Ja. Okay. Hat die große Schwester sich mal was eingestanden? Ah, ja. Okay, das war wieder ergiebig. Wir haben eine neue Waffe von Pascal gefunden. Und ja, wollte ich. Ah ja. Der Fuchsschal. Der ist nicht gerade viel besser, aber egal. Er bringt keinen Skit mit sich, also warum ausrüsten? Präzision und Ausweichen. Ich über das hier irgendwie besser, und das von Malik ist, glaube ich, auch nicht so gut gewesen. Letztens habe ich gar nicht weg ausrüsten. Ja, ich hätte gerne lieber Ziel angehört. So, ausrüsten wir Pascal. Was, warum kommt das jetzt auf einmal? There's something different about you, Pascal. Is that a new scarf? Sure is. It looks very nice on you. For serious? What? Well, I don't think it suits me at all. I see. You have pretty terrible taste, huh, Hubert? That is absolutely not true. That scarf looks great on you whether you know it or not. No, it doesn't. Wrong. It's quite becoming. This is so stupid. Er steht dir sehr gut, ob du es willst oder nicht. Das war so gut, ey. So. Etage 9 nur noch. Sehr schön. Mein Gott, das geht viel schneller, als ich gedacht habe. So, die nächste Etage machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bleibe alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.